altes Tor, Eingangstor wird restauriert. Schön, dass ihr beim vierten Teil dabei gewesen seid. Das könnte auch der erste sein. Vielleicht ist es gar kein Teil. Wir wissen es nicht. Wir nehmen diese Intros immer auf, ohne Ahnung zu haben, um was es geht. Viel Spaß, schaut genau zu. Jetzt geht's los. Nein, nein, warte. Eins, zwei, jetzt! Legen wir das Ganze um und jetzt können wir die Füllungen schön ausrichten, denn das ist ja nichts verleimt. Wir werden das jetzt dann von hier leimen und werden Keile eintreiben und werden dann Holznägel geben. Und es ist so verleimt, wie das vor 120 Jahren verleimt war. War auch nur mit den Keilen und mit den Nägeln. Ja, war noch ein richtiger Tischler. Ja, also ja. Der, was das gemacht hat, der hat wirklich was können. War wirklich noch das sind, ja, du hast hier einen Schmutz. Wo? Hier. Was denn? Willst du ihn haben, oder? Nein, kannst du behalten. Heiz mir im Winter. Okay, dann lege ich ihn auf die Seite zum Holzlager. Jetzt die Keile müssen wir jetzt richten. Die wird der Erich jetzt schneiden. Und dann werden wir mit den Zwingen alles so zusammenziehen, dass es passt. Und dann kommt Leim. Knochenleim werden wir warm machen. Es kommt kein Wasser hin. Also von daher gesehen kein Problem. Dann werden wir ein wenig schauen, dass die Aufteilung hier passt. Das könnten wir aber als klopfen, wenn es verleimt ist auch, oder? Dass wir das mit dem Hammer... Ja, alles übers Auge, denn die obere Füllung hat unten 1,5 cm weniger. Ja, ja, die Füllung geht zusammen. Das hätte ich eventuell beim Zerlegen sehen können, aber habe ich nicht gesehen. Aber ist ja kein Problem. Wenn wir hier diese aufbohren würden, würden wir hier auch noch mehr zusammenkommen. Aber das machen wir nicht, oder? Das ist eine Originalverbindung. Ja. Okay, dann werden wir jetzt die Keile schneiden, Erich, oder? Okay. Aus welchem Holz? Machen wir es Eiche, weil es hart ist und weil es eventuell besser hält, weil es hart ist. Man kann ihn fester hineintreiben und der quetscht die weiche Fichte zusammen wie eine Zwetschge. So wie ich dich auspresse, ja, presst der Eichenkeil die Fichte aus. Aha, okay, gut. Na, stellen wir das auf die Seite, denn wir müssen ja hier Knochenleim auch warm machen. Puh, wer kocht denn? Ich. Ich hoffe, es brennt recht an. Das Brett habe ich ausgehobelt, Erich. Stehendes Holz, warum hast du stehendes Holz genommen? Ich denke mir, das ist eventuell besser stehendes Holz. Obwohl es beim Keil, glaube ich, relativ egal wäre, oder? Okay, Dann schneide ich das schnell. Erich, ganz wichtig, beim Keileschneiden ist es, unten eine Platte zum Hinlegen. Sonst verkeilt sich ein Keil hier in dieser Ritze und dann reißt das Blatt ab. Der Erich, wir haben gerade 8x8 Holzstangen geschnitten. Für die Holznägel, natürlich wäre es besser gewesen, wir hätten das gespalten, aber warum spalten wir es nicht? Wir sind handwerklich nicht so geschickt. Jetzt schneiden wir es mit der Kreissäge. Das gehen wir schon, aber der Manuel ist ja immer im Zeitdruck. Jetzt hat der Erich 8x8 mm Stäbe im Buche und jetzt Eiche. Werden wir das in Eiche. Erich, wir müssen die Maschine an der Absaugung anschließen. Wieso? Na, weil das der Staub, du weißt ganz genau, Feinstaub hält sich 24 Stunden. Warum nicht 23 Stunden? Weil das irgendwie gesetzlich so geregelt ist, dass er sich 24 Stunden halten muss. Aha. Wenn der Feinstaub jetzt auch nicht mehr auf die Gesetze hört, was haben wir dann noch in unserem Leben? Das ist auch so. Und der Erich hat jetzt vor, bei dieser 8x8 mm diese Ecken hier anzuschleifen und dann will er es immer abschneiden. Er schleift zweiseitig immer und dann schneidet er es ab, denn die letzten 5-6 mm des Dübels sollten ja mit dem 8 einen Vierkant haben, damit sie sich festkrallen ordentlich, oder Erich? Genau. Ja, fang an. Die Absaugung hast du nicht aufgedreht, nur angeschlossen. Während der Erich schleift und jede Menge Lärm produziert, werde ich den Knochenleim erhitzen. Dann gebe ich hier wieder hinein, dass ich die Temperatur sehe. Schauen wir wieder zum Erich, was schon im Griff hat. Ja, sind sie hier schön kantig, hier oben können sie sich festhalten. Mit der Bandsäge schneide ich das ab. Wie viel Föhn noch? Okay, passt, dann kannst du auch dran, Erich. So, ich habe den Knochenleim auf gerade gebracht, der hat jetzt über 60 Grad. Das Wasser habe ich abgedreht. Ganz aufgelöst hat er sich nicht. Es sind einige Klumpen drinnen. Das ist, weil ich das nicht über Nacht stehen habe lassen im Wasser. Normal sollte man
den Knochenleim über Nacht im Wasser stehen lassen. Aber heute in der Früh hat der Erich gesagt, beim Frühstücken machen wir bei deiner Tür weiter, er hilft mir. Jetzt war das relativ spontan. Was hast du zum Frühstück überhaupt gegessen, Erich? Hast du schon wieder... Gar nichts, okay. Also du bist gesessen, hast mir zugesehen quasi. Nein, ich war im Kindergarten. Okay, das ist auch sehr eigenartig. Was hast du da gemacht? Küche repariert. So, jetzt rühre ich das noch rein. Wir pressen das jetzt mit der Zwinge zusammen, oder? Ein Holz da querlegen. Ja. Damit wir 100% gerade sind. Dass die Türe gerade bleibt, wenn wir mit den Zwingen so Druck geben, wenn wir das hier nicht geben und wir geben mit diesen Zwingen Druck, dann würden sich ja die aufrechten Frieser nach außen drehen und das würde dann so bleiben und daher, also an den beiden Enden quasi, geben wir sowas und da kann nichts schief gehen. Dann werden wir das zusammen knallen mit den Zwingen und anschließend werden wir Leim einlaufen lassen in die Öffnungen und werden die Keile hineintreiben. Und dann können wir in Ruhe eigentlich die Holznägel noch zur Sicherheit geben, oder? Das haben wir selbst auch noch nie so versucht. Das ist für uns auch ein Experiment. Hier war früher ein Riegel herinnen, Erich. Dafür ist im Zapf ein Falz. Weißt du, was ich meine? Nein, kommt kein Riegel hinein. Ah, was machen wir denn? Es kommt ein normaler Triebriegel, werde ich montieren. Wenn ich älter bin, kann ich mich immer bücken und aufmachen. Also ab nächster Woche. Ab nächster Woche wird es ernst. Ich bin gespannt, wie das hält, so, oder? Was? Und ob sich die Türe setzen wird. Wenn sie sich setzt, dann werden wir einfach alles neu wieder machen müssen. Das ist kein Problem. Schau, hier oben, hier passt es nicht. Das gehört hinaufgeschlagen. Jetzt schaue ich nur hier. Hier haben wir die Gerade nicht. Jetzt stelle ich das wieder hier rauf. Drehe ein bisschen auf, dass es wieder wärmer wird. Dann werden wir dieses Teil herunterstellen. Hier auf die Stange hinauf. Das hierher, dass die Türe nicht beschädigt wird. Jetzt schauen wir, ob wir die 60 die Grad haben. Ja, und jetzt kommt, also hier, das ist im Weg, da können wir gar nichts rein. Das werden wir ein bisschen aufmachen, werden wir ein bisschen wegziehen. Kontrolle noch, alles schön gerade. Und hier beim Leim haben wir gleich die 60 Grad. Der Knochenleim hat die Temperatur, der hat jetzt um die 65 Grad. Und jetzt werden wir hier den Leim, ich glaube, ich leere regelrecht hinein mit diesem Löffel, oder? Fuchsen-Lulu. Fuchsen-Lulu. So, Erich. Bist du bereit? Dann werde ich... Ja oder nicht? Nein. Das willst du anpinseln oder das dunkst du hier ein? Ja. Kann ich? Du das. Ja. Na, hier dunk ein. Dann haben wir hier der Lehm. Los, dann eine Rinne los. Dass er richtig einrinnt, ja. Ja. Bei den anderen hat es auch so ausschaut, wie man es an eine Guss lernt. Also vorher hat es hier, wie ich das zerlegt habe, habe ich gesehen, es hat ausgesehen, wie wenn sie den Leim hier einfach hineingegossen hätten und dann einen Keil nachgetrieben hätten. Weil hier um die Keile immer Leim war, also dieser Knochenleim und sonst war nichts zu sehen. Und wenn wir das jetzt schon so machen, dann halten wir uns, soweit es geht, originalgetreu daran, oder Erich? Das hört sich nicht sehr amused an. Naja, wie das riecht. Na, das riecht gut. Ja, wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss, danke. Gefällt mir drücken und das Ganze.